Es sind Momente, die die Liebe schreibt. Es sind Momente, in denen Herzen pumpen bis zum Halse. Wir präsentieren heute von den D-Abos frisch aus dem wunderschönen Schwabeländle am Huxeduber Hüpfelsee mit ihrem neuen Song »Du fängst mich auf, wenn ich tiefer falle als der höchste Stern«. Bitteschön. Hallo, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hier ist mein Kollege. Du fängst mich auf und lässt. Du fängst an, wir gehen chronologisch vor. Okay. Chronologisch? Wieso also, bin ich denn dann. Achso. Was. Wieso muss ich denn jetzt anfangen? Weil wir dich auslachen, dann gehen. ich hab das gewählt. Du hast den Vorschlag gemacht, du musst damit anfangen. Ich muss ganz dringend aufs Klo. Ich habe den Vorteil, ich habe einen riesen Maul. Ich bin da wie ein Katamaran. So. Darf der denn das eigentlich? Du, ich spüre deine Hände, du legst tausend kleine Brände. Du bist meine schönste Sünde. Und ich wünschte, ich lese nicht, was hier stünde. Es gibt tausend Gründe, dir du verzeihen, aber du bist mein. Wie gefällt dir das, Erik? Nein, setz dich doch zu mir. Bist du mir böse, Erik? Setz dich doch zu mir, du weißt doch, was jetzt passiert. Du weißt es doch. Wieso willst du nicht die neue Jacke ausziehen? Wir müssen jetzt leider hier abmoderieren. Vielen Dank, dass ihr die Sendung geguckt habt. Und es war mir eine super Freude. Du weißt doch, was jetzt passieren muss. Nein! Menschen sind enttäuscht. Nimm bitte den Arm runter, Rubel. Komm, lass es über dich ergehen. Du weißt, was passieren muss. Nee. Wir wissen es alle. Du musst dich schon auch ein bisschen anstrengen. Der Nick wird so lange nicht die Sendung beenden, bis wir das nicht gemacht haben. Du weißt es. Ja, komm. Okay. So. Ich will in dir angeln. Den Fisch. Es geht hier um Fische. In eurem Leben ist bisher vielleicht alles drunter und drüber gegangen. Doch jetzt, wo der Wind durch eure Haare strebt, wo der Bart sich mit meinem verwebt, werden wir unsere Bäuche aneinander reiben. Ich hab mal keinen. Und Schlagergeschichte schreiben. Du sitzt da denn immer was. Oh, Alter, ich hab gesagt, zieh die Jacke aus! Das ist oh, Alter! Warte, das geht noch! Du fängst mich auf und du lässt mich fliegen. Wünschen wir, dass wir in den Armen liegen. Dir in den Arsch kriechen, das mach ich jeden Fall dazu gern. Ich komm zu dir von nah und von fern. Das geht gar nicht. Na, kleiner Mann. Nee, komm, wir moderieren jetzt die Sendung zusammen ab. So, es war sehr schön. Und zwar ganz normal, als wäre nichts gewesen hier. Okay, pass auf.